Ja, willkommen zurück. Der Frank Royal hat sich ein wenig im Internet erkundigt. Der schlaue Fuchs. Ja, und was muss er sagen? Er ist dumm. Dumm wie Brot. Dumm wie 8 Eimer Kotze. Dumm wie ein Garagentor. Mein Gott, bin ich dumm. Ich bin dümmer als eine Katze unterm Schwanz. Also, wo müssen wir hin? Ich verrat's euch nicht. Ich laufe einfach hin. Ich kann nur so viel sagen. Ich war schon mal da. Ich war wirklich schon mal... Ja, ich war mehrmals sogar schon mal da. Sind wir das... Wir sind vom Wahnsinn umkrallt. Echt. Sowas von... strunzendämlich. Aber hallo. So, oh, wir rennen ja hier so schnell vorbei. Warum denn? Ich dachte, Frank Royal will was entdecken. Ja, am Arsch will ich was entdecken. Ich weiß jetzt nämlich, wo lang. Ja. Ja, der Gegner da steckte fest. Da, jetzt habe ich ihn festgesteckt. Ah, ja, ich bin überkrass, Gott. Ja, egal. So. Ja, dann kann ich doch einfach mal wieder ein bisschen Sachen reden. Ja, wir haben es jetzt schon 7.50 Uhr in der Früh. Aber das weiß ich auch nur, weil ich eben gerade noch mal ganz schnell auf die Uhr geguckt habe, bevor ich hier weitergespielt habe. Und ja, ich mache halt in der Nacht LPs, Let's Plays. Warum ich dies mache? Keine Ahnung. Weil ich es gerne mache. Warum mache ich überhaupt LPs? Keine Ahnung, weil ich es gerne mache. Und deswegen einfach mal ein Tipp an euch, Leute. Wenn ihr irgendetwas auf dieser Welt gerne macht, dann macht es auch einfach. Also, so blöd es klingt, aber es gibt viel zu viele Leute, die einfach gerne Sachen machen würden, es aber nicht tun. Und Entschuldigung, macht es einfach. Wer hindert euch daran? Versagen könnt ihr danach immer noch, aber ihr versagt viel mehr, wenn ihr es nicht ausprobiert. Zumindest meinen. So denke ich gerade. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich überhaupt in meinem ganzen Let's Plays irgendwas Sinnvolles gesagt habe. Oh mein Gott. Wow. Ich bin gerade von mir selber gerührt. Nein, aber... Oh, okay. Ja, nehmt es bitte auf, Leute. Habt mehr Selbstvertrauen vor allen Dingen. Also echt. Egal. Ja, ich mache halt Let's Plays, weil ich liebe Let's Plays an sich. Es ist wunderbar, denen zuzuschauen. Let's Plays sind herrlich. Zumindest, wenn man ein wenig auf Hörspiele steht und ein wenig auf Spielen. Und wenn man optimal dann auch noch auf beides steht, dann Wahnsinn. Das Problem ist nur noch, dass der Let's Player gut sein muss. Was heißt gut? Er muss, ja, er muss eine Stimme haben, die irgendwie, die darf jetzt, ich sag mal so, die darf jetzt nicht so klingen und total langsam sprechen und zwischendrin 8 Minuten Pause, weil man nicht Let's Playen kann. Ja, aber ich kann so nicht spielen. Nein, ich rede schnell und ich rede viel und blablabla. Und, oh mein Gott, ich glaube, wir gehen nach unten, weil das ist der richtige Weg. Ja, ich habe auf die Karte geschaut. Ja, ich bin ehrlich. Aber das habe ich auch bei Metroid 1 gemacht. Ich habe es auch bei Metroid 2 gemacht. Also, pa, bevor... So, überhaupt... Ja, jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken. Ja, Mr. Dämlich Royal. Meine Fresse, bist du dämlich. Ah, cool, ne? Aber Hauptsache nicht nachgucken. Ne, Frank Royal? Hauptsache nicht nachgucken. Dummer Hund. Ja, da hier ist auch noch die Karte. Jetzt hätte ich überhaupt wissen können, wohin es alles geht. Und guckt euch an, ist das ein großes Gebiet, was ich überhaupt nicht beachtet habe? Schaut euch den Scheißdreck an und guckt mal da ganz rechts. Guckt mal, nicht ganz rechts, aber unter dem ganz rechten. Da ist doch dieses graue, das blaue Feld mit dem weißen Punkt drinne. Was ist da bloß drin? Ich frag mich. Und was ist bloß da unten, ganz links? Ich habe nachgeschaut, ich weiß es. Und da unten ist auch ein Boss. So ein Kack. Verdammt, ich hätte diese Karte viel, viel früher aufrufen sollen. 8 Jahre früher. Egal. Ja, und Let's Plays. Es ist einfach schön. Es gibt zwar Leute, die können damit bestimmt nicht anfangen. Klar, soll's geben. Ich möchte solchen Leuten nur nie begegnen. Nein. Aber, ja, wenn sie nicht damit anfangen können, bitte. Puh, okay, dann sollen die halt ein Glas Milch trinken. Oder... Mein Gott, ich bin doch gerannt. Sollen halt machen, was Leute machen, die keine Let's Plays gucken. Hab ich keine Ahnung, weil ich gucke Let's Plays und ich liebe Let's Plays, ja. Aber, haha, was mich jetzt halt freut, also bevor ich jetzt hier irgendwie... ich gebe jetzt mal eine Warnung raus, Frank Royal klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstverliebt. Achtung, Frank Royal ist selbstverliebt. Aber, ich mache gerne Let's Plays und zumindest zeigt mir gerade die Community, dass diese Let's Plays, die ich mache,
fabriziere, herstelle, auch gut ankommen. Was mich umso mehr freut, was mich immer weiter anspornt. Deswegen ich auch viele Let's Plays mache. Nein, ich würde sie auch, glaube ich, so machen. Einfach nur für mich. Und dann wärt ihr mir scheißegal. Aber das Gute ist, ich komme an. Und es gibt halt ganz bestimmt auch Let's Play-Leute, die nicht gut ankommen. Ja, definitiv, weil sie halt... Was soll denn der Kack? So, ich... Was soll denn das? Naja, zur Sicherheit Bombe legen. Okay. Nix. Ja. Es gibt ganz bestimmt auch solche Let's Player, die nicht unbedingt gut sind. Und ja, wenn sie halt nicht gut sind, also... wir legen mal eine Bombe. Ich sag jetzt nicht, Leute, hört auf, aber... dann hört auf die Leute, die eure Let's Plays nicht gut finden, warum sie diese nicht gut finden. Warum gebe ich gerade Ratschläge? Warum nehme ich mir das Recht raus, überhaupt irgendwas zu sagen? Oder sagen zu können? Weil, keine Ahnung, weil... Weil ich mich gerade dazu einfach so fühle, es ist mein Let's Play, ich darf hier sagen und... Oh Gott, über Power Move! Ja, einfach weil ich gedacht habe, ich sag mal wieder ein paar Sachen, die ich denke und sowas habe ich gerade gedacht. In den Weiten des Internets, während ich mal wieder Videos hochgeladen habe, dachte ich. Und mir natürlich andere Let's Plays angeschaut habe und auch wieder die schlechten. Ja, es gibt so viele schlechte englische Let's Player, oh mein Gott! Es ist unfassbar. Aber dazu später oder niemals mehr. Okay, das waren rote Kürbisse, es waren Tollkirschen. Gehen wir erstmal nach rechts, oder? Oder? Ja, wir gehen erstmal nach rechts da, in den einen Raum, weil das ist toll, was es da gibt. Ihr werdet es mir nicht glauben, was es da gibt. Um Gottes Willen, da gibt's eine Sache, die ist unfassbar wie dumme Seepferdchen. Und, geflügelte, rosane... ich brauch den Grapple. Oh nein! Komm, verwandle dich zurück. Jetzt, das ist zwar doof, aber es geht nicht anders so. Und hoch. Mein Gott, hoch. Mein Gott. Ist das ein Kram. Hilfe. Und natürlich gibt es auch Leute, die gerne Let's Play. Was mache ich denn? Die gerne Let's Plays schauen, aber die mich nicht gerne schauen. Und ey, auch das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ihr mich nicht mögt, dann sagt mir, warum ihr mich nicht mögt. Weil dann habe ich ein Bild. Dann kann ich mir vorstellen, warum ihr mich nicht mögt. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wieso kann man mich nicht mögen? Seid ihr bekloppt oder so? Nein. Das ist völlig normal. Und wie ansonsten auch, wenn ihr dazu, zu dem, was ich gerade gesagt habe, irgendeine Meinung habt, die ihr loswerden wollt, wie zum Beispiel, hör mal Frank, das ist jetzt echt nicht okay, dass du darüber so redest, weißt du Frank? Weil, das ist halt, ne, Let's Play und jeder kann selber und jeder hat und überhaupt und... Ja, natürlich. Dann sagt es aber. Schweigt es nicht in euch hinein, sondern sagt es bitte frei heraus. Frank, du blöder Hund! Ja, brauche ich nicht. Geh weg, ich rede über andere Sachen. Verdammt, ansonsten reite ich mich in eine Scheiße rein. Das will ich... Nein, spring herum. Das will ich auch nicht. Wir decken Stahlkäfer. Und rote Insektuinen, rote Gottesanbeterin. Wie kann ich euch nennen? Rote Gottesanbeterin. Was passt denn zu einer roten Gottesanbeterin? Wer ist rot und betet Götter an? Indianer. Gut. Ihr Indianer. Ich töte Indianer. Geil. Schönes Spiel. Lass uns Indianer vernichten. Ja, ist ja richtig. Ist ja gut. So. Was? So. Wir sind hier nach oben, nämlich. So. Jetzt hier nach rechts. Wir haben ja die Powerbomben. Also können wir hier auch lustig munter hoch. Bums. Ultra-Vernichtung. Knick. Na, bleibst du noch ein Stückchen so? Oh Gott, bleib noch ein Stückchen so. Shit, du hättest noch ein Stückchen so bleiben können. Okay, nochmal. Ich weiß nicht, ob der Weg richtig ist oder falsch, aber ich mache ihn jetzt so. Oh Gott. Bleib noch ein Stückchen so, verdammt. Ja. Ja. Yes, ja. Das war Glück. Das war, oh Gott. Das war, oh Gott. Und, ja, geschafft. Gut. Bin ich überhaupt richtig? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
Mist. So ein Scheiß. Aber der Sprung war doch schön, oder Leute? Ich meine, hey, wenn ihr das gesehen habt, da dachtet ihr euch doch auch gerade bestimmt, Mensch, der Funk, der hat ja, also neben Skill und schweinisch guten Aussehen, Kartoffeln! Hat er also neben Skill und neben seinem verdammt krassen Aussehen, also kann er ja auch noch so was wie spielen, also wow. So, und da müssen wir auf die rechte Seite. Kann ich das jetzt überhaupt? Ich wette nicht.